Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeigen wir dir, wie wir die Elektrik in unserem Campervan verlegt haben. Los geht's! Leute, ich übernehme keine Garantie, dass das bei euch auch funktioniert, aber bei uns hat es jedenfalls funktioniert. Wir zeigen dir in diesem Video unseren Schaltplan, also wie wir hier die Kabel verlegt haben und wie wir sie angeschlossen haben, so dass auch bei dir das Licht angeht. Und wir zeigen dir auch unsere verbauten Produkte, Solaranlage, Batterie etc. Haben wir auch übrigens unten in der Infobox verlegt. Und am Ende erzählen wir dir auch noch ein bisschen was Wissenswertes, was wir so in der Zeit gelernt haben. Und damit das auch alles bei dir gut klappt. Wir haben hier eine Batterie verbaut. Und am besten fangt ihr erstmal so an, wie wir das auch gemacht haben. Das heißt, ihr berechnet euch erstmal den Stromverbrauch, den ihr in eurem Camper haben werdet. Bei uns haben wir zum Beispiel alle Dinge erstmal aufgelistet, die wir in unserem Van verbauen wollen. Das heißt zum Beispiel angefangen bei Handys, die über USB geladen werden, bis hin zu Laptops, Kühlschrank bzw. Kühlbox, Wasserpumpe und Licht, das wir hier verbaut haben. Das heißt, von all diesen Verbrauchern haben wir den Strom berechnet. Und das macht ihr wie folgt. Ihr nehmt euch die Wattzahl, dividiert das durch die Voltanzahl und bekommt dann eine Amperezahl raus. Zum Beispiel, unser Kühlschrank hat 50 Watt. Das haben wir durch 12 Volt dividiert. Also wir sprechen hier über ein 12 Volt System. Und bekommen dann ungefähr 4 Ampere pro Stunde raus. Dann müsst ihr das natürlich auf 24 Stunden multiplizieren. Beim Kühlschrank ist jetzt etwas, dass der Kühlschrank, der läuft nicht 24 Stunden am Stück, der läuft maximal 8 Stunden. Also habt ihr 4 Ampere mal 8 Stunden, dann seid ihr bei ungefähr 32 Ampere. In unserem Fall waren es ein bisschen mehr. Und dann wisst ihr zum Beispiel, was der Kühlschrank verbraucht, die Wasserpumpe etc. Was auch immer ihr verbauen möchtet. Bei uns war das jetzt, dass wir 65 Ampere am Tag ungefähr brauchen. Das bedeutet, dann könnt ihr euch aussuchen, was für eine Batterie ihr euch kaufen möchtet. Wir haben uns in diesem Fall für eine 170 Ampere Batterie entschieden, weil man soll die Batterie nie ganz entladen, sonst hält die nicht lange. Das heißt, man sollte maximal 50% einer Blei- oder einer Gel-Batterie nehmen. Und das wären in unserem Fall eine 130 Ampere Batterie. Dann hätten wir genau die Hälfte. Wir haben uns für ein bisschen mehr entschieden und haben eine 170 Ampere Batterie genommen. Einfach um da noch ein bisschen Spielraum nach oben zu haben, um auf der sicheren Seite zu sein. Auch falls wir zukünftig noch irgendwelche Elektrogeräte installieren möchten, die wir heute noch nicht haben. Aber wie funktioniert das eigentlich? Wie wird die Batterie überhaupt geladen? Denn einfach sich so eine Batterie reinstellen, funktioniert ja auf Dauer nicht. Irgendwann ist sie leer. Die muss ja irgendwo Strom herkriegen. Wir haben uns für zwei externe Quellen entschieden. Zum einen wird die Batterie über unser automatisches Trennrelais geladen. Diese schaltet sich an, wenn wir vorne im Auto sitzen, wenn wir das Auto anmachen und quasi von A nach B fahren, gibt uns vorne die Lichtmaschine die Information, dass das Trennrelais sich öffnen soll und dann fließt Strom über die vordere Autobatterie nach hinten zu unserer Wohnbatterie. Somit wird die geladen beim Fahren und wenn wir dann stehen und 3-4 Stunden gefahren sind, ist diese Batterie voll. Aber was passiert jetzt, wenn wir mal 3-4 Tage oder noch länger irgendwo an einem Ort stehen und das Auto nicht bewegen? In diesem Fall wollen wir natürlich auch Strom haben. Und für diesen Fall haben wir uns für zwei Solarpanels entschieden, a 200 Watt, die wir oben auf dem Dach verbaut haben. Das könnt ihr in dem letzten Video euch angucken, wie das funktioniert. Und sollten wir 3-4 Tage oder auch für längere Zeit irgendwo stehen, haben wir diese zwei Solarpanels, die dann unsere Batterie laden. Das wird über einen speziellen Laderegler, den wir hier verbaut haben, geregelt. Und somit sind wir bis jetzt ganz schön autark. So, jetzt habt ihr eine Vorstellung davon, woher die Batterie ihren Strom bekommt und wie sie sich auflädt. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie kriegen wir den Strom aus der Batterie in diese Geräte, die wir nutzen möchten. Dafür haben wir einen Sicherungskasten installiert. Den haben wir hier befestigt und der lässt sich auch ganz leicht öffnen. Und wir haben hier die Möglichkeit, 6 verschiedene Verbraucher anzuschließen. Der Sicherungskasten ist über ein Pluskabel mit der Batterie verbunden. Und alle Geräte, die hier angeschlossen sind, sind über das Pluskabel angeschlossen. Das bedeutet,
dass jedes Gerät auch ein Minuskabel hat, was aber an der Karosserie angeschlossen worden ist. So, ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, dass von unseren drei LED-Lampen da oben jeweils drei kleine Minuskabel liegen, die an der Karosserie angeschlossen werden. Und zwar geht das über so eine Schraube mit einer Mutter. Dann haben wir ein langes Pluskabel, das über die Decke hinter der Holzverkleidung hier unten quasi rauskommt aus unserer Verkleidung. Und das ist an den Sicherungskasten angeschlossen. So, hallo liebe Freunde der Elektrik. Wir haben uns hier einen Handwerksmeister aus der Elektriker-Gilde eingeladen. So, und zwar folgendes. Wir verbauen jetzt gerade die LEDs für die Decke. Und zwar haben wir drei Stück bestellt. Eine soll genau hierhin. Ach so. Dahin. Eine soll genau dahin. Und die dritte über dem Eingang. Hier. So, und wir haben jetzt hier hinten unseren Sicherungskasten und die Batterie. Und das bedeutet, dass von dem Sicherungskasten ein Kabel hier hochgeht. Das bitte vorher verlegen, bevor ihr die Innenverkleidung macht. Wie man die Innenverkleidung macht, das seht ihr übrigens im nächsten Video. Und wir wollen bloß einen Schalter für alle drei LEDs haben. Und deswegen gibt es hier so ein Teil aus Plastik. Und das heißt... Wie heißt das hier? Wie heißt das nochmal? Klemme? Klemme, genau. Klemme. Das Ding nennt sich Kabelklemme. Und da kann man nämlich aus einem Kabel drei machen. Das ist dann, so muss das dann aussehen. Das ist dann der Vorteil von der Klemme. Kabel durchschneiden, an eine Seite rein und aus der anderen Seite kommt dann das Kabel der LED-Lampe. Und der Vorteil von dieser Klemme ist, man kann halt einfach eine Kabelverlängerung machen. Unser stummer Elektrikermeister möchte nicht viel sagen. Oh Mann. Muss aber aufpassen jetzt mal. Ich habe gar nicht keine Zeit zu reden. Muss arbeiten. So, dann lassen wir den Elektrikermeister mal weiterarbeiten und wir machen jetzt auch mal weiter mit Elektrik. So, mit dem Ton. So, mal schauen, ob es funktioniert. Wir nehmen jetzt mal als Massepunkt einfach die Schraube, das ist jetzt natürlich nur provisorisch. Und unser stummer Handwerkselektroniker da unten geht mal auf den Pluspol. Oh. Und es funktioniert. Wow, wir haben Licht. So, und wer bleibt jetzt hier so stehen? Bleibst du so stehen? Das ist gut. Warum funktioniert das, wenn man in diese Nadel in dem Metall rein? Weil der Metallschrauber an der Karosserie, der mal als Masse. Weil du brauchst einen Pluspunkt und auch wieder einen Punkt, wo der Strom entweichen kann. Nur dann läuft auch Strom. Aha. Wenn du das jetzt hier nicht hättest... Ja, guck mal, da läuft da gar nichts. Dann geht's nicht. Da läuft er nicht. Mhm. Weil der Strom muss zirkulieren. Okay. Der Kreis. Strom muss zirkulieren. Interessant. Ja. Okay. Zusätzlich haben wir das auch nochmal mit einem Schalter versehen. Das bedeutet natürlich, dass wir das Licht an- und ausmachen wollen. Und das funktioniert dann auch ganz gut. Wenn wir das Licht anmachen, sagt das Kabel der Sicherung, jetzt mal einfach gesagt, gib mir ein bisschen Strom. Und dann holt sich die Sicherung Strom von der Batterie. Wenn wir das Licht wieder ausmachen, dann läuft da auch kein Strom drüber. Und das funktioniert auch so mit der Wasserpumpe. Die ist auch über einen kleinen Schalter nochmal installiert, den wir natürlich an- und ausmachen müssen. So funktioniert auch der Kühlschrank bzw. unsere Kühlbox. Und so funktionieren die alle anderen Schalter auch. Eine spezielle Sache ist unser Spannungswandler, den wir hier installiert haben. Der Spannungswandler, der besorgt euch ganz normal 230 Volt Strom, wie ihr das von zu Hause kennt. Und zwar haben wir hier einen Spannungswandler verbaut, der auch mit der Batterie verbunden ist. Und sobald wir den einschalten, können wir darüber Sachen betreiben wie Laptop, Mixer. Wir haben sogar schon mal einen Staubsauger damit betrieben und sogar alle Schrauben hier mit einer Bohrmaschine gebohrt, die an diesen Spannungswandler gesteckt worden ist. Das bedeutet, alle Schrauben sind mit Solarstrom geschraubt worden. Da solltet ihr einfach nur darauf achten, dass ihr euch einen Spannungswandler holt, der mindestens 1000 Watt hat, damit eure meisten Geräte, die dann eben auch so funktionieren. Wir haben eine Stichsäge darüber betreiben können, aber eine Kreissäge hat nicht funktioniert, weil die 1200 Watt hatte. Das heißt, da war zu wenig Strom dafür da. Aber für die meisten anderen Geräte wie Laptops, Mixer,
Food Processor, was ihr sonst noch so vielleicht habt, sollte dieser Spannungswandler ganz gut sein. Das Schöne daran ist, dass man nicht alle Geräte auf 12 Volt sich kaufen muss, weil manche sind mega teuer und man kann diesen Spannungswandler einfach für ein paar Stunden, ein paar Minuten am Tag benutzen, ohne die Batterie zu arg zu strapazieren. Okay, und jetzt noch ein bisschen was Wissenswertes. Schaut euch unbedingt an, was für eine Kabeldicke ihr braucht. Ich habe euch unten in die Infobox einen Link gepackt, auf den einfach mal klicken, denn die Kabeldicke ist ganz wichtig. Habt ihr zum Beispiel ein zu dünnes Kabel und da fließt zu viel Strom durch, dann ja, kann das Kabel im schlimmsten Fall schmoren. Habt ihr allerdings ein zu dickes Kabel und braucht das zum Beispiel nur für die LEDs, dann verliert ihr Strom. Und Strom im Camper ist Gold wert. Also darauf sollte man auf jeden Fall achten. Nochmal, die ganzen Batterien bitte niemals ganz leer machen, denn sonst halten die nicht lange. Bei guter Wartung und bei guter Haltung sollten die Batterien zwischen 4 und 8 Jahre halten, je nachdem, wie lange, wie gut ihr sie behandelt. Wir können jetzt hier noch keine Dauertestansage machen. Wir haben die Batterie jetzt seit einem Monat. Bis jetzt funktioniert alles ganz gut. Wir hoffen, das bleibt auch so. Und ganz wichtig, es ist auch ein 12-Volt-System. Es tut nicht weh, aber fast nicht an Plus und Minus gleichzeitig. Ist auch sehr unangenehm. Jo, das war's dann von mir. Hallo, ich bin natürlich auch da. Ich habe mir das alles hinter der Kamera angehört. Ich wollte noch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da, abonniert unseren Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und natürlich die Glocke nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Dann geht es nämlich um den Möbelausbau, Bett, Sitzbank, Küche und alles, was sonst in unseren Camper reinkommt. Es bleibt spannend. Bis dann, ihr Lieben.